Wir sind in Station 2 in Zwölzen in der Woll- und Seidenfabrik Schulenburg und Bessler. Auch hier war Thilo Schoder beteiligt. Vor allem bei der Innengestaltung, die originalgetreu saniert wurde und 2008 dafür den Thüringer Denkmalschutzpreis bekam. Heute ist es ein eingetragenes Kulturdenkmal der Getzner Textilweberei. Sie sind jetzt hier mittendrin im ehemaligen Textilimperium von Schulenburg und Bessler. Die Gästeführer Angelika Bohn, Marion Walter und Dr. Alexander Jörg haben gut zu tun, um den großen Besucheransturm der Neugierigen aufteilen zu können. Die Firma wurde 1897 gegründet von Paul Schulenburg und seinem Kompagnon Alexander Bessler. Lange war sie als Polizeisprecherin die Stimme in den Medien. Nun ist Steffi Kopp im Unruhestand als Gästeführerin in unserem schönen Gera unterwegs. Die Firma ist dann so groß gewachsen, dass die dann hier rausgegangen sind, in diesen Standort in Gera Zwölzen. Am Ende hatten die hier 800 Angestellte. Und auch zu DDR-Zeiten ist hier weiter produziert worden. Jetzt ist es leider leer. Nur in diesem Bereich produziert jetzt die Firma Thorrhein noch und die machen unter anderem Gardinenstoffe. Ein Urgestein der Gera Musikszene begrüßt und verabschiedet die Besucher, der Mölli. Seit 1983 macht er Live-Musik und sorgt auch beim Bauhaustag als Alleinunterhalter den ganzen Tag für gute Laune. Und wenn's gleich gegenüber lecker Suppe aus der Gulaschkanone gibt, na dann umso besser. Musik.